Hallo, ich bin Christian, ich arbeite für Sportit hier und ich möchte Ihnen heute das Thema Ergometer ein bisschen näher bringen. Zunächst einmal, was sind Ergometer? Ergometer sind Fitnessgeräte, bei denen sich die momentane Leistung in Watt immer anzeigen lässt. Das macht das Training nachvollziehbarer und besser steuerbar. Das unterscheidet Ergometer auch von den einfacheren Heimtrainern. Mit Ergometern können Sie viele verschiedene Trainingsziele erreichen. Sie können abnehmen, Sie können Ihre Leistung verbessern oder Ihr Herz-Kreislauf-System stärken. Ich möchte Ihnen zunächst die Must-Haves vorstellen. Einige Punkte, ohne die ein Ergometer sinnlos ist. Zunächst einmal braucht ein Ergometer ein drehzahlunabhängiges Programm. Bei diesem stellen Sie einen festen Wattwert ein und die Konsole hält diesen Wert immer. Das heißt, wenn Sie etwas schneller treten, wird die Widerstandsstufe runtergesetzt. Wenn Sie etwas langsamer treten, wird die Widerstandsstufe hochgesetzt. So bleibt Ihre Leistung immer konstant. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Herzfrequenzmessung. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ein Herzfrequenzprogramm hat. Mit Herzfrequenzprogrammen stellen Sie einen Zielpuls ein und das Gerät warnt Sie, wenn Sie diesen erreichen oder überschreiten. Bei besseren Modellen wird der Widerstand sogar automatisch runtergeregelt, sodass Sie immer in der gleichen Herzfrequenzzone trainieren. Am besten ist Ihr Gerät mit einem Brustgurt kompatibel. Brustgurte messen die Herzfrequenz sehr viel genauer als die Handpulssensoren. Passende Brustgurte finden Sie bei uns im Onlineshop. Die erste große Unterscheidung bei Ergometern ist die der Bauform. Wir haben die klassischen Fahrradergometer, bei denen Sie trainieren wie auf einem Fahrrad, und wir haben Liegeergometer, die zusätzlich über eine Rückenlehne verfügen. Das wird oft als komfortabler empfunden und ist für den Rücken schonender. Die Leistung ist bei beiden Gerättypen allerdings gleich. Ein guter Rundlauf, das heißt eine angenehme Trainingsbewegung, hängt vor allem vom Bremssystem ab. Hier unterscheiden wir zwei Bremssysteme: elektronisch verstellbare Magnetbremssysteme und Induktionsbremssysteme. Induktionsbremssysteme sind fortschrittlicher. Sie passen den Widerstand schneller und präziser an. Beide Typen sind wartungsfrei und leise. Heute ist das Gewicht der Schwungscheibe nicht mehr so entscheidend. 5 Kilo können vollkommen ausreichen. 10 Kilo sind schon ein sehr guter Wert. Für einen hohen Trainingskomfort ist die Verstellbarkeit des Sitzes wichtig. Bei Fahrradergometern sollte der Sitz mindestens in der Höhe, idealerweise auch noch in der Entfernung, zum Lenker verstellbar sein. Bei Recumbent Bikes lässt sich der Abstand zum Lenker verstellen und am besten auch noch die Neigung der Rückenlehne. Je intensiver Sie trainieren wollen, desto wichtiger wird die Stabilität. Die Stabilität können Sie natürlich am besten ausprobieren, indem Sie in eine unserer Filialen kommen und sich selbst auf das Gerät setzen. Wenn Sie online vergleichen möchten, achten Sie auf die Werte für Aufstellmaße, für das maximale Benutzergewicht und für das Gewicht des Gerätes. Je höher diese Werte sind, desto höher ist in der Regel auch die Stabilität. Das waren die wichtigsten Punkte, die Sie bei einem Ergometer beachten sollten. Ich möchte Ihnen nun aber noch ein paar Tipps geben, wie Sie das Training vielleicht noch angenehmer und komfortabler gestalten können. Achten Sie zum Beispiel auf eine Tablet-Halterung, damit Sie während des Trainings vielleicht einen Film gucken können. Eine Trinkflaschenhalterung und Sie haben immer etwas zu trinken bereit. Ein tiefer Durchstieg, wie bei diesen beiden Modellen hier, macht das Auf- und das Absteigen wesentlich einfacher. Gerade nach einer anstrengenden Trainingseinheit ist das ein entscheidender Vorteil. Ich freue mich, wenn ich Ihnen eine erste Orientierung über Ergometer geben konnte. Wenn Sie noch mehr Details möchten, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kommen Sie einfach in eine unserer Filialen. Dort beraten wir Sie gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Training.